Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die schwarze Filmdose in Time. Und heute besprechen wir das fantastische Filmjahr 1984. Unglaublich weiße Haut. Die Leute haben völlig recht. Und nochmal vorab zu sagen, ja, die Filme, die wir aufgezählt haben, haben wir vergessen. Es ist genau sein Reden vom letzten Mal. Und zwar, dass wir Filme, die da und da gedreht wurden, dann in Deutschland erst rauskamen. Deswegen zum Beispiel Verdrehung, Verwechslung. Dran nehmen tun wir sie alle. Ja, genau so sieht's aus. Und auch diesmal werden wir vielleicht wieder was verdrehen. Man weiß es noch nicht so ganz genau. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall dazu durchgerungen. BVB. Durchgerungen. So ein Handballverein, oder? Ja, natürlich. Ich werde dieses wunderbare 80er-Jahre-Buch jetzt nicht mehr benutzen, sondern verlasse mich nur noch auf die IMDb, die International Movie Database. Ah, witzig.de. Weil ich habe ja eine Konkurrenzseite und da gibt es bestimmt wieder Sachen, die aufgeführt oder auch nicht aufgeführt. Ich habe IMDb irrt nie. Das reimt sich sogar fast. Ja, fast. So wie Gustav auf Gastow. Ja. Also ich habe 16 Filme gefunden. Habe ich gerade ganz schnell, spontan, mal wieder, wie jeder weiß. Eigentlich können wir loslegen. Willst du anfangen? Ja. IMDb hat für dieses Filmjahr 84 nicht mehr und nicht weniger als 3017 Filme gelistet. 3000? Ja, allerdings auch weltweit. Da sind auch so ganz komische peruanische Einradfahrer-Dokus drin und so. Ich habe mich jetzt mal so mit den ersten 300 beschäftigt, so ungefähr. Gut. Ne? Wie viel hast du denn? Also die am besten bewertet sind. Und ich gehe das jetzt einfach mal von hinten nach vorne durch. Nee, nein, natürlich nicht. Es sind nicht so viele. Wir können auch alle nicht so lange ansprechen. Deswegen sollten wir jetzt flugs anfangen. Okay. Und zwar, mein erstes Ding habe ich hier schon mal, Top Secret. Top Secret, lass uns drüber sprechen. Gut, dann nehmen wir das gleichzeitig. Mit Val Kilmer. Weil ich habe und das Oma Sharif. Und Opa Sharif. Ja, der gute alte Gag. Ich habe den Film natürlich auch genommen, weil Top Secret, wir sprachen Abrams und Zucker, ne? Ja, richtig, wir sprachen es letztes Mal schon an mit dem guten Val Kilmer, wo er so ein komischer Rockstar aus Amerika kommt und nach Ostdeutschland ja, glaube ich, kommt. Ne? Ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr. Es ist ein Gag-Film wie eine Reise in einem total verrückten Flugzeug und eiskalte Pistole, nackte Kanone. Ja, ist todlustig. Gucke ich mir jedes Mal wieder an. Es ist einfach nur geil. Ja, die verarschen da eben auch so Filme aus der Zeit, eben auch die Blaue Lagune, so der ein paar Jahre vorher lief. Oder lief das sogar ein Jahr vor, nee, zwei Jahre, ne? Ich vergesse schon unser Ranking und so. Fällt dir dann noch so ein richtiger Brüller aus dem Film? Ja, nicht gerade, warte, ich hab gleich noch einen. Also mein Lieblingsgag ist da, ich glaube auch einer meiner Lieblingsgags aller dieser Verarschungsfilme, ist einfach, wo er im Zug sitzt, der Zug fährt los und dann guckt er aus dem Fenster, der Zug steht noch und der Bahnhof ist weggefahren. Das ist so genial. Ja, das stimmt. Der Witz ist wirklich gut. Also falls wir zu Loaded Weapon kommen nochmal, ne? Da habe ich noch so ein paar Gags, die lassen mir immer den Arsch wegfliegen. Ist das hier? Gut, okay. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, wunderbar. Und passt da ich sehr schön in die Reihe rein. Da ich den Film auch hatte, ist egal, ich mach trotzdem weiter. Gut, bringen wir mit dem mal hinter uns. Der guckt immer. Deswegen kann man mit dir noch kein Spiel spielen, weil der immer guckt. Ja, geteilter Bildschirm, das wäre nichts für den. Wer hätte das mal 20 Jahre? Jetzt mach hin! Ich nehme den Terminator. Oh, das ist ja mein Top One, das kannst du doch nicht machen. Du Sack. Den besprechen wir am Schluss. Ach komm, der erste Teil von Terminator ist dein Platz 1? Ja klar, sicher. Der ist voll gurkig und so. Naja, sei egal. Geschmackssache. Ja, na gut, dann darfst du jetzt. Okay. Oh, das Zeug schmeckt aber auch sauer, meine Fresse. Vorher muss ich noch mal kurz einflechten, dass da Freitag der 13. Teil 4 rauskam. Der hat den Untertitel gehabt, das letzte Kapitel. Guter Witz. Für dieses Jahr vielleicht. Für dieses Jahr, genau. Conan der Zerstörer. Ah, da kann ich mithalten, den habe ich nämlich... Conan 2 sozusagen. Ja, und darüber muss ich sagen... Es ist eigentlich mega simpel gesprochen. Der gute Conan sucht immer noch seine Prinzessin, trifft aber auf eine Königin, die sagt, ich bring dir die. Und dann soll er ein Horn bringen, die erlebt einen Gott zum Wiederleben und dann geht das da ab. Da köpft er eine Schlange, Ende. Ja, genau. Aber da wird auch viel geköpft. Das muss man auch sagen. Ja, ganz am Anfang. Ja, hier, also im ersten Teil meine ich ganz am Ende. Da hat er auch den Bösewicht geköpft. Ne? Ja, weil er seine Mutter geköpft hat. Es gab ja auch diesen Film. Barbarian, der die Titelmusik quasi genommen hat, habe ich jetzt Film gesagt? Nein, Spiel meine ich ja, jetzt. Also ja, ja. Auf dem C64 damals. Und
Und da lief man immer so rum und hat dann so... Und das Riese an dem Spiel war, du konntest schlagen, wie man wollte, und dann ist die Energie langsam runtergegangen. Aber hat man einmal diesen Umdrehung und puf, war der Kopf ab, egal wie viel Energie man noch hatte. Das auf dem C64, das war cool. Ja, das war so eine Art Beat'em'up. Und ich habe immer zugeguckt, während du gespielt hast. Und dann flog das Blut auch aus dem Hals. Ja, ja, ja. Bei dir war das immer so, ich glaube, es gab drei Gegner, die waren immer total simpel. Und bei dem letzten, wo der König dann steht, haben wir immer verloren. Schöndorf. Gut, okay, willst du denn noch was zu dem Film sagen? Bei VRT Challenge. Worüber sprechen wir denn jetzt? Conan der Zerstörer. Ich finde ihn besser als den ersten. Da ist noch ein bisschen Humor drin. Die Charaktere sind sehr geil. Da macht ja auch diese Olivia Jones, wollte ich gerade sagen. Nee, das war. Ist auch egal. Die Negerin mit dem Bürstenschnitt war auch, glaube ich, mal ein Playboy. Grace Jones. Grace Jones, wollte keiner sehen. Ich fand ihn super. Gut, ich fand es ein bisschen schade, dass da kein Zerstörer drin vorgekommen ist. Nicht mal ein Flugzeugträger oder was. Aber gut, okay. Dann bist du als nächstes dran. Gut. Also ich habe Kinder des Zorns von dem guten Stephen King. Stephen King. Also nach einer Kurzgeschichte von Stephen King. Ja, natürlich. Aber es gibt ja unheimlich viele Filme danach. Ich glaube sogar fünf. Ja, die waren mehr. Alle total beschissen. Ja. Erzähl doch mal, worum. Aber der erste ist cool. Das ist ja einfach so. Das ist ein kleines Dörfchen mitten im Nirgendwo und auf einmal sprechen sich die Kinder. Inmitten eines Kornfelds, ja, muss man dazu sagen. Die Kinder und Jugendlichen, die plauschen auf einmal so. Gehen zu ihren Eltern mit Messern und Sicheln und bringen alles, die alle was um. Sie greifen können und bringen die Erwachsenen alle Erwachsenen jeder um. Über 18 würde. Dann ist da ein Heerführer, der sagt, das hat mir irgend so eine Gestalt aus Maisfeld gesagt und. Der hinter den Reihen. Alter, soll ich das ganz erzählen oder soll ich die auch gleich hinter den Reihen wandern? Ich glaube auch, der heißt, der hinter den Reihen geht oder so. Ja, oder steht oder schläft steht oder pisst. Keine Ahnung. Der wurde halt. Und ja. Dann, jeder, der über 21 wird, wird dem Typen, der da hinten rumwandert, geopfert. Und dann kommt da so ein Pärchen rein, will nur telefonieren und dann drehen die da durch. Ein sehr schöner, cooler Film mit Kindern, Bösen. Malakai ist der Böse, das weiß ich noch. Dieser kleine Junge, der so total... Der ist wirklich, das ist der Rothaarige. Hast du recht? Wie heißt der andere noch? Der bei Zurück in die Zukunft mitgespielt hat. Der andere heißt... Ja, was weiß denn ich? Der hat irgendwie so einen biblischen Namen. Ja, ja, Jesekai oder irgendwie so ein Scheiß. Käsekiel. Gut, okay. Ja, okay, das war mein Erster. So, dann kam natürlich ein Film aus der Reihe Ungerade Zahl, schlecht, ne? Käsekiel. Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock. Den habe ich extra nicht aufgelistet, weil ich dann, den fand ich schwächer. Und ich habe mich immer gefragt, und ich hätte es natürlich schon lange mal nachlesen können, aber ich habe mich immer gefragt, ob dieser Film jetzt wirklich von Anfang an so gedacht war oder nicht. Wieso? Verstehst du? Weil im Zorn des Khan, Spoiler, stirbt Spock am Ende. Ja. Und da haben sich so viele Leute beschwert, das habe ich noch mitgekriegt, dass da eine Horde der Entrüstung, eine Droge der Entrüstung... Du meinst, ob sie den nur gemacht haben, um den wieder einzuführen? Genau. Oder ob das geplant ist? Ne? Dass sie sich diese krude Story um den Planeten Genesis, ne, der aus der Leben aus der Leblosigkeit entstehen lässt, keine Ahnung, da schießen sie ausgerechnet den Körper von Spock drauf. Und dann, ja, lebt er wieder. Ja. Hat nur keinen Geist mehr, aber den hat er ja vorher schön in den Adern implantiert, ne? Die Sau. Und dann kannst du mal sehen, was Bock für eine Sau ist. Packt sich den Doktor nach und pumpt ihm hinten was rein, noch. Der macht ja noch viel schlimmer, sein. Der vergewaltigt den nicht, der seelenfickt den. Ne? Ja, ja, ja. Auf jeden Fall kommen dann nochmal die Klingonen und das sind dann die Bösen und dann geht das da rumsi-bumsi und dann geht der ganze Planet Genesis fällt in sich zusammen, Film zu Ende. War sehr interessant, ja, viel Spaß. Ja. So, ich bin dran und zwar. Das geht aber ziemlich fix heute, du. Ja, weil du bist. Ach, ist ja egal. So, ja. Ich habe zwei Nasen tanken, super. Und dann musst du mir bitte mal erzählen, welcher war das noch? Ich kenne noch die Einsteiger von denen, aber den fand ich am besten. Aber zwei Nasen tanken, super. Ich weiß nicht mehr genau, was davor kam. Ich meine, und jetzt nagel mich bitte fest. Ich nagel. Das müsste der sein, wo Mike Krüger und Thomas Gottschalk zwei Trikes gewinnen. Und damit eine Tour machen. Dann lernen die zwei Tussis kennen und werden von so einer komischen Bande verfolgt, weil in den Trikes hat die Bande vorher, weil die dachten, da kommt ja keiner ran, zwei große Diamanten oder irgendwelche Edelsteine als Schmuck reingesetzt. Und alle denken, das ist Fake-Schmuck, aber das sind echte Schmuckstücke, ja, und die wollen die wieder haben. Und die heißt das Tigerauge. Und das weiß man auch da, das ist meine Lieblingsszene aus dem Film, wo... Thomas Gottschalk und Mike Krüger campen und dann kommt da einer zu Thomas Gottschalk, beugt sich so runter zu seinem Schlafsack und sagt so, das Tigerauge, wo ist das Tigerauge? Und sagt so, Hühneraugen kann ich anbieten. Da habe ich mich totgelacht. Ja, das sind eben so die typischen deutschen Klamotten aus dem Jahr. Ja, aber das ist, ich mochte das früher, gerade mit den beiden, das haben die geil gemacht. Doch, auch wenn Thomas Gottschalk nicht schauspielern kann, aber es macht ja nichts. Ja, das ist okay, cool. Sehr schön, jetzt bist du halt wieder dran.
Auf der Seite könnte ich noch Starman mit Jeff Bridges. Hey, Starman. Ach, vergiss es einfach. Supergirl kam auch noch. Ja, muss man gesehen haben. Ich glaube, den habe ich wirklich nie gesehen. Kommen wir doch mal zu Dune. Der Wüstenplanet. Wollte ich jetzt aufschreiben, mit den Atreides und den Robokoppen, Kakerlaken, ich habe keine Ahnung mehr, wie die hießen. Und vor allem den riesigen Sandwürmern. Und der Bene Gesserit. Jetzt gehst du kaputt, ne? Das weiß ich noch. Hast du das Spiel gespielt dabei? Nein, den Film gesehen und ich fand ihn auch gut. Okay. Ich fand ihn wirklich gut. Die haben ihn dann nach ein paar Jahren mal neu gemacht. Ja, das ist eben das Problem, das weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Ist das nicht so mit Sklaven, Wassermangel auf dem Planeten oder? Ja, das ist eben ein Wüstenplanet. Ich weiß auch nicht, warum die da überhaupt sind. Ach ja, genau, weil es das Spice da gibt. Das Spice ist so eine Substanz, ich glaube irgendwie eine Droge oder sowas in der Art, ein Genussmittel, irgendwie sowas. Oder man kann damit ja wahrscheinlich auch Motoren und Vibratoren betreiben, ja, oder sowas. Ich kenne Pornos, die heißen so Hot und Spicy. Ja, ja, ja. Nee, das Spice, genau. Und das ist irgendwie im Wüstensand vergraben und das einzige Problem sind eben diese riesigen Sandwürmer. Und dann kommt er und kann so einen Sandwurm reiten oder irgendwie sowas. Ja, aber zusammen und so einer Vereinigung. Da kannst du mal diese schwulen Metaphern sehen, ne? Da kommt der Auserwählte und kann einen Wurm reiten. Ich meine, hallo, da kannst du aber auch mit Rocco wieder nachdenken. Das sollte, ne? So. Der muss ja in jede Folge rein. Aber der war ja auch schon in jeder Frau drin, da kann er ja auch eigentlich auch in jede Folge rein. Ne? Aber an eins kann ich mich in dem Film noch erinnern und das fand ich genial. Hätte der es nicht erfunden, hätte ich es erfunden. Das war, glaube ich, so, die hatten Sklaven und diese Sklaven hatten irgendwo eine Lasche. Ich weiß nicht mehr genau, wo sie war. Hier oder im Rücken oder so weiter. Und die war für irgendwas zuständig, für eine Arterie oder für Wasserversorgung. Und wenn die was Böses gemacht haben, hat man die Lasche einfach rausgezogen und dann sind die verblutet, entwässert, irgendwie sowas in der Richtung. Weiß ich nicht mehr, aber das war eine coole Erfindung. Das ist wirklich eine richtig coole Erfindung, ey, dass du das operativ einsetzt, wo du dem auch einfach nur den Hals umdrehen könntest oder die Kehle. Mein Gott, jetzt sei doch mal ein bisschen kreativ! Schießen oder keine Ahnung. Nee. Das kann doch jeder. Bist du ein Todesschwadron? Du musst mal ein bisschen. Naja, gut, okay. Also, es war ein Bestseller und der ist verfilmt worden und ja. Okay. Das war Dune, der Wüstenplanet, übrigens mit Kyle MacLachlan. Das ist diese ein David Lynch-Film übrigens, ja. Das ist der Typ, der auch bei Dante's Peak mitgemacht hat, ne? Nee. Twin Peaks meinst du? Twin Peaks, Dante's Peak. Aber Dante's Peak war auch toll. Ist da noch Dante's Peak? Ja, da ist so ein Vulkan explodiert. Ja, stimmt. Ja, ja. Der war voll schlecht. Ja. Okay. Mit deinem Lieblings-James Bond. Jetzt ein Film, den ich mindestens zweimal im Jahr gucke, obwohl er zehnmal im Jahr kommt. Und zwar Vier Fäuste gegen Ryu. Ja. Sehr schön, da muss ich da nichts drüber erzählen, weil ich weiß auch nicht. Also da ist nun wirklich alles drüber gesagt. Bud Spencer und Terence Hill sind wieder zwei Durchgeknallte. Dann kommen ihre Doppelgänger, reiche Millionäre und sagen, wir müssen uns ein bisschen zurückziehen, übernehmt ihr unseren Part. Und die bauen dann nur Scheiße und fahren selber und prügeln sich in Kneipen. Und das ist einfach zum Totlachen, dieser Film. Vor allem, wo er immer nur fragt, was mit dem Cool? Was ist mit dem Cool? Was ist mit dem Cool? Ich könnte mit der mal totlachen, das ist einfach verdammt gut. Und die Sprüche natürlich, ne? Sowas wie das Essen ist angerichtet. Sehr gut, mir dampft ja schon die Bluse. Wo ich einfach nicht mehr wüsste, was er damit sagen will. Und muss auch immer dabei sein. Willst du dazu noch was sagen? Nee, die beiden sind die Besten und das ist gut. Also es gibt wirklich nur ganz wenig Bud Spencer und Terence Hill Filme, die ich wirklich voneinander unterscheiden kann. Ja. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich habe gerade nicht so viele davon gesehen. Ich finde die Western ganz gut. Vier Fäuste für ein Halleluja war das, glaube ich, wo die am Anfang aus der Bodenpfanne fressen und dann hauen die dem einen Typen auf den Kopf und so. Nobody gucke ich auch mal wieder gerne. Gut, aber das war ja kein Bud Spencer und Terence. Nee, das war nur ein Terence Hill. Film, aber das ist auch ein wirklich richtig guter Film, das stimmt. Cool, dann kommen wir mal zu... Ja, komm, hier, das machen wir eben ganz schnell. Footloose. Das haben wir ja letztes Mal schon angesprochen, als wir über Tanzfilme geredet haben mit Kevin Bacon. Ne? Hab ich nie gesehen. Du hast nur mal erzählt, der kommt in der Fabrik und tanzt da und dann... Ja, so ähnlich ist es. Nein, ich glaube, und jetzt kommt wieder dieser ganz berühmte, inzwischen gewordene Satz. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Nee, aber es ist wohl so, dass Kevin Bacon irgendwie als neuer Schüler in eine Stadt kommt oder zumindest auf irgendeine Highschool und da ist Tanzverbot, weil da mal ein Jugendlicher beim Tanzen gestorben ist oder so eine Scheiße, weißt du? Das war bestimmt hier Leopold Stodge, oder? Ja, ganz genau, Butters, ja. Nee, auf jeden Fall ist da Tanzverbot und Kevin Bacon möchte aber unheimlich gerne tanzen und deswegen geht er an so eine Lagerhalle, wo ihn keiner sieht, im Regen reißt sich die Klamotten runter, tanzt da nach Stange, also an so einem Reck, meine ich, und ist total toll. Und dann bringt er die anderen wieder dazu zum Tanzen. Also ist das so, Film so zu Ende. Also heutzutage in den Schulen wird also hier gefixt und Kröten geleckt und heimlich hinter der Turnhalle schick gesmoked, Alter, ja, und er geht halt in so eine Halle und pumpt sich da aus. Ja, richtig. Die schöne 80er, Weise, voll der Rebell, muss man sagen. Es gab 2012, 2013 oder 2013, 2000 Bums, gab es auf jeden Fall ein Remake. Ja, ich weiß. Und der war richtig scheiße, ja. Hab ich gehört. Gut, dann machen wir weiter.
Also diese Fan-Drinks, die kannst du aber voll wegschmeißen. Mhm. Ich habe die auch nur genommen, weil die so billig waren. Halte ich an den Ich will mich Stuff. Da nicht irgendwo einreihen, ne? Nicht, dass ihr das denkt. Ich wollte euch nur ein bisschen ärgern. So, dann natürlich die unendliche Geschichte. Never-ending story. Von, Habe ich auch. Thomas ich auch. Ende? Michael Ende. Michael Ende, entschuldige bitte. Ja, nette Geschichte, schön gemacht. Habe ich als Kind so oft gesehen, war da sehr fasziniert von, die Geschichte zu erzählen. Das macht jetzt keinen Sinn, weil die hat kein Ende. Also ich muss gestehen, das ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfilme aus den 80er Jahren, weil es ist ein wunderbarer Märchenfilm, es ist ein super Bestseller und ich habe das Hörbuch gehört, den Film geguckt und das verfickte Buch gelesen. Erstaune! Das Buch habe ich, glaube ich, nicht gelesen, oder? Und es ist alles natürlich mehr oder weniger ein bisschen unterschiedlich, aber eigentlich ist es immer die Mär von Bastian Balthasar Buchs. Das ist so ein kleiner Junge, lebt in Amerika, ne? Das vergesse ich immer, weil es ein deutscher Film ist und so. Aber das war, glaube ich, eine amerikanisch-deutsche Koproduktion oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall mit richtig heftig Budget auch verfilmt worden. Zu der Zeit sehr aufwendig gemacht, ja. Sehr, sehr aufwendig, das stimmt. Und auch die Effekte und so. Naja, auf jeden Fall, der wird immer von seinen Mitschülern gejagt und so. Und irgendwann kommt dann so ein komisches Buch, in so einen komischen Buchladen, kriegt das die unendliche Geschichte, das ist ein Buch. Und der Buchladenhändler... Wie heißt der nochmal? Leander Lubumbu? Nielsen, das ist doch völlig egal. Lumumba, das gibt's auf dem Weihnachtsmarkt, glaube ich. Umbobo kenne ich. Ja, den gibt's auch noch. Können wir das hier jetzt abschließen? Jeder kennt die unendliche Geschichte. Nein, kennt sie nicht. So, okay. Also er kriegt das Buch, geht damit auf den Dachboden von seiner Schule, fängt an zu lesen über Aventurien und zwar über die Abenteuer von Atreus. Das ist so ein kleiner Indianerjunge und der muss irgendwie, der muss gegen das Nichts kämpfen. Und das Nichts ist quasi metaphorisch gemeint für das Vergessen der Menschen, weil die immer mehr Videospiele spielen quasi und keine Bücher mehr lesen. Und deswegen stirbt Aventurien, weil Aventurien nur von der Fantasie der Menschen leben kann. Und das Nichts verzehrt diese Welt in dem Buch quasi, weil die Menschen vergessen. Und verstehe ich das richtig? Michael Ende ist also auch so ein Internetgegner und sowas, ja? Ja, natürlich. Ich gucke mir die Geschichte nie wieder an. Aber keine Angst, er ist schon tot. Ah, dann ist er gut. Ja. Er kann nichts mehr dagegen ausreden. Naja, auf jeden Fall. Habe ich das gelesen im Internet? Dann wird Bastian dann irgendwann in die Welt reingesaugt, dann geht es auch noch weiter, aber der Film ist ja erstmal zu Ende. Und so hat eine der schlechtesten Fortsetzungen aller Zeiten. Ja, das ist allerdings wahr. Der Steinbeißer, die Rennschnecke. Später aufgehängt. Das sind alles so Sachen, ne? Das Orakel des Westens oder wie der Scheiß. Es gibt nur zwei Pferde überhaupt, von denen ich schade finde, dass sie überhaupt irgendwo gestorben sind auf diesem Planeten. Und das ist Boxer und das ist... Na, wie heißt er? Wichsen, warte, das fällt mir ein. Nee, Wichsen heißt er nicht. Der heißt nicht Wichsen, ich war mir sicher, der heißt Wichsen. Tara, nee, das war der mit dem Zauberkessel. Klingt wie ein Spülmittel. Priel? Ja, belassen wir es dabei. Atax, genau. Atax, ja. Priel finde ich gut. Wunderschöner Film. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Ja, der ist jetzt schon so alt, jetzt braucht ihr auch nicht mehr. So, bitte. Neverending Story. Ja, also ich habe die unendliche Geschichte. Das ist die wunderbare Mär von Bastian Balthasar Buchs. Ja, war das nicht da, wo er auf die Schule geht, wo der Hausmeister nicht aufpasst und der irgendwie auf den Dachboden kommt? Ja, genau. Und dann guckt er dieses Buch und wird da reingesaugt. Ja, und dann bumst er die kindliche Kaiserin, was ganz schön krass ist, finde ich, für so einen Film. Ne? Und das sind ja auch beides noch Kinder und so. Ist auch verboten inzwischen. Ja, so, was habe ich jetzt gehört, sie Friedi verfilmt das bald. Neverending the Friedi Story. Und da bumst er bis die Welt umgeht. Kann ich Ihnen helfen? Jetzt kommt der Film That Started a Legend. Hatte unzählige Fortsetzungen, eine besser als die andere. Eisern Stiel. Zwerchfell zerreißende Comedy Police Academy. Oh, den dümmer als die Polizei erlaubt. Den habe ich natürlich auch. Was passiert denn da? Völlig zu Recht. Oh Gott, das weiß ich doch nicht mehr. Da ist Mahoney, ist irgendein Verbrecher. Ja, genau. Das sind alles, die wollen alle Cops werden, gehen dahin und haben es halt ganz schwer in der Ausbildung, werden am Schluss aber Cops. Und bis dahin erleben sie viele, viele lustige Sachen, wie der Chef in den Pferdearsch knallt und der Typ Jones, der über die Geräusche nachmachen kann. Kult. Also ziemlicher Kult, muss man sagen. Mehr wolltest du davon nicht mehr sagen, oder? Was willst du darüber noch sagen? Also es gucken auch Leute zu, die dann noch nicht geboren waren. Es gab insgesamt, glaube ich, 7 Teile oder so davon. Die wurden wirklich immer schlechter. Teil 1, 2, 3 konnte man sich wirklich noch gut angucken. War gut. Guter Humor, aber danach wurde es albern und scheiße und schwul. Und, gut, okay. Ich weiß die Bar noch, wo er die immer hingeht. Blue Oyster Bar. Blue Oyster Bar. Wo diese Ledertypen immer Tango tanzen. Das ist früher habe ich darüber gedacht. So, was hast du? Heute bist du selber drin. So sieht's aus, heute bin ich da, putzig da, die Klos. Und zwar nackt. Das kann ganz schön wehtun, kann ich euch sagen. So, dann hätte ich noch
Nightmare on Elm Street. Bei mir stand ja also drin, dass der 84 rauskam oder gedreht wurde. Das ist auch vollkommen richtig, das habe ich hier nämlich auch. IMDb gibt dir recht, insofern hast du recht. Da macht der Gute und ganz Junge, war das Johnny Depp? Ja, das ist richtig. Ja. Er stirbt auf einem Bett, der Depp. In einer riesigen Blutfontäne. Habe ich irgendwie vor einem Jahr oder so, als ich den Film mal wieder sah, im Fernsehen, witzigerweise umgeschnitten. Manchmal machen die das neuerdings, ganz merkwürdig. Ich glaube, die wollen es mit Gewicht. Oder es kommt, weil die olle von der Leyen nicht mehr da so viel zu sagen hat. Ja, Freddy ist natürlich eines der geilsten Filmmonster der Filmgeschichte. Wes Craven hat den Film gemacht. Und Freddy ist ein ehemaliger Kindermörder. Den konnte man nichts nachweisen, aber jeder in der Nachbarschaft wusste das. Die ganzen Eltern von den Kindern haben sich zusammengerottet, Freddy in seinem komischen Heimwerker-Keller verbrannt. Ne? Als er gerade dabei war, sich so eine schöne Krallenhand zu schleifen. Und seitdem ist Freddy tot. Das Blöde ist aber nur, jetzt ist er eine Art, keine Ahnung, Traumdämon, der die Kinder in ihren Träumen aufsucht. Und wenn er die Kinder in ihren Träumen umbringt, sind sie auch in echt tot. Ja, und da werde ich mal gegen. Und das ist immer so die Scheiße. Erstmal muss man das auch rauskriegen. Und dann kriegt das auch einer raus und versucht immer wach zu bleiben. Das klappt natürlich einfach nicht. Und irgendwann kannst du auch in diesen Filmen immer nicht so ganz unterscheiden, ist er jetzt wach oder schläft er schon oder wie oder wo ist da die Grenze, wie ist das passiert. Aber das ist ja auch so ähnlich, wenn du selber schläfst. Da kannst du ja auch selber am nächsten Tag nicht mehr sagen, genau das war der Zeitpunkt, wo ich eingeschlafen bin. Das ist so ein fieser Übergang. Und das ist da eigentlich sehr schön gemacht. Und Freddy hat eben diese Krallenhand und schlitzt die Leute damit um. Und dann kriegen die Erwachsenen oder die Jugendlichen, die da in der Elm Street wohnen, da quasi, also die Nachbarschaftskinder da, kriegen das dann irgendwie mit, dass da irgendwo mehr hinterstecken müsste und die Eltern schweigen sich natürlich aus, weil die einen Mord begangen haben im Grunde. Du ziehst das heute so extrem in die Länge. Ich will das ausführlich machen, ja, weil es ein sehr schöner Film ist mit vielen, vielen schönen kleinen Blümchen. Ja, doch. Es war damals wirklich schon so ein Reißer und da gab es ja auch ewige Teile von. Das muss man auch dazu sagen. Und das hört ja auch nicht auf. Vor kurzem gab es sowas wie ein Remake, war aber gar kein wirkliches Remake, war mehr sowas wie ein Prequel. Nee, das war ein Remake. Hat aber mit dem ersten überhaupt so... Ja, doch, ein bisschen. War noch ein bisschen mehr Vorgeschichte. Fand ich super. Drin. Und zwar aus zwei Gründen. Ja, war nicht schlecht. Erstmal gab es einen totalen, das habe ich noch in fast keinem anderen Film. Dieser John Blablabla Haley, wie heißt er nochmal hier? Der ist auch so hässlich schon ohne diese Maske. Ja, ja, der weil ist Freddy, wenn er auftaucht, ist natürlich total durch die Brandnarben entstellt. Der hat ja bei Watchmen den guten Rorschach gespielt. Mhm. Kennt ihr ihn bestimmt. Der ist ein saugeiler Schauspieler. Der hat den Freddy gespielt, hat er geil gemacht. Und es gab immer einen Wechsel der Hauptperson. Erst sitzt ein Typ im Café, der stirbt immer nach 10 Minuten, auf einmal ist sie die Hauptperson. Die stirbt auch nach 10 Minuten, dann wird ein anderer die Hauptperson, der stirbt auch. Das wechselt immer wieder, das ist geil, das hatte was. Ich finde es auch wirklich gar nicht schlecht und der Film ist, nimmt sich aber selber ein wenig zu ernst, finde ich, weil... Och, naja gut, ist aber ja so, die Reihe wurde immer klamottiger dann, die Todesarten wurden dann immer crazier und Freddy hatte dann auch immer so geile Sprüche dann so parat, es wurde immer comedy-lastiger so, ne? Und dann kam, Freddy vs. Jason war dann wirklich nicht mehr so lustig. Der war so, geil, ich finde den Schwein. Ja, der war schon geil, ne? Und dann, dieser Freddy war wieder sehr, sehr ernst. Also richtig dämonisch, ja, ne? Keine coolen Sprüche und so. Aber ist doch das cool. Hat vielen nicht gefallen, aber ich fand's gut. Ja, auf jeden Fall. Gut, okay. Glaube, das war deiner. Das war meiner. Ja, jetzt bist du dich dran. So, ich bleibe bei der Polizei. Und zwar Beverly Hills Cop mit dem schönen Untertitel: Ich löse den Fall auf jeden Fall. Ja, richtig. Scheiße. Das war die Zeit, wo die Deutschen so böse, böse Untertitel gebastelt haben und selbst erfunden haben. Habe ich natürlich auch den Film. Ein absolutes Hegelicht heißt es ja. Das ist auch ganz einfach. Da ist ein, oh Gott, wie heißt denn der mal? Axel Foley natürlich. Natürlich. Er ist Polizist in... Wo ist denn der noch Polizist? In Detroit. Genau, und dann kommt ihn ein Kumpel besuchen und sagt, hey Mann... Entschuldigung, das nimmt einen mit. Man kriegt das nicht mehr aus dem Kopf raus. Hey, ich habe so ein paar Papiere geklaut und tralala und dann bringen sie ihn da um und der hat dann gesagt, scheiße, ich habe meinen Kumpel umgelegt, die Spur führt nach Beverly Hills, ich gehe da jetzt hin. Und dann trifft er da halt total crazy Leute und zwei bescheuerte Polizisten, die gut auf ihn aufpassen. In Beverly Hills sind halt andere Regeln. Ja, und er halt so ein typischer Detroiter. Spurt mal nach den Regeln. Ja, auch, richtig. Ne? Also es gibt zwar die gleichen Regeln. Und dann gibt es diese schönen Sprüche, wo ihm eine reinhaut. Da möchten sie gegen diesen Beamten Anzeige erstatten. Nein, Mann, da wo ich herkomme, zeigen Polizisten die Polizisten an und so. Das ist eine coole Stelle. Es ist ein schöner alter Kultfilm, macht auch Spaß. Gab auch zwei Teile noch danach, die so ein bisschen nachließen vielleicht. Aber die
Figur ist cool. Ja, auch immer klamottiger wurden. So. Ja, der dritte Teil war ja nun wirklich nur noch, also diese komische Waffe mit der Mikrowelle da eingebaut in den Flammenwerfer und so, das war so bescheuert. Die wollten halt immer noch mit einer Fischi von Zitrone. Serge, der war ja noch cool. Aber wusstest du eigentlich, dass Beverly Hills Cop 3 der einzige Film so ziemlich der Welt ist, wo der gute George Lucas in einer Nebenrolle auftritt? Keiner weiß warum. Das stimmt. Da sind die an diesem Vergnügungspark, ne? Ja, genau. Und da läuft er rum. Ja, stimmt. Mit seiner Familie so, ey. Nee, da will er doch irgendwie gerade einsteigen und er drängelt sich vor. Und dann, hey, das ist nicht fair. Fahr mal los, klingt ein bisschen wie Knäckebrot. Dieser Spruch soll aber. Finde ich sehr gut. Wahrscheinlich hat er eine Wette verloren und deswegen hat er da mitgemacht. Wahrscheinlich. Naja gut, es soll ja jetzt einen vierten geben. Die sind irgendwie in Verhandlungen. Hätten sie schon vor 20 Jahren machen sollen. Ja, jetzt ist auch langsam ein bisschen spät. Nö, aber es ist ja schön an Negern, die sehen nicht alt aus. Der ist ja auch schon ewig alt, aber der sieht noch nicht so alt aus. Ja, was so, denn? Das war doch was Nettes. Du bist dran. Ich werde bald so eine Dings ins Leben rufen, von wegen, guck mal, alle Wörter, wie zum Beispiel Neger, war ja nie was Schlimmes. Auf einmal sagt jemand, dass es was Schlimmes und jetzt ist es was Schlimmes. Ich werde das demnächst umdrehen, so eine Initiative und ich hoffe, ihr macht da alle mit. Ich nehme ein Wort und mache es gut. Ein Wort, was eher als nicht so gut oder mittel gilt, mache ich gut. Da schneide ich alles raus. Nein, das war schon mal angemeldet. Das kannst du nicht einfach so rausschneiden, das geht nicht. Schmeiß dich raus. Das ist noch drin.